Wir haben bei den Schuhen haben eine Parallele zwischen Verkauf und Händler. Wir sind sehr stark am Skisektor, haben aber, sagen wir, am Schuhsektor noch immer Potenzial. Wir gehen davon aus, dass wir mit den Händlern die Verkäufe massiv beeinflussen können. Deshalb ist ganz klar unsere Strategie, so viele Athleten als möglich auf das Gesamtpaket Ski und Schuhe zu bringen. Die Erfolge aus dem letzten Winter haben uns gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben sicherlich noch ein, zwei Schritte zu gehen, aber wir haben im letzten Winter zwei Gesamtweltcup-Sieger aus Schuhen gehabt und fünf Disziplinen-Weltcup-Sieger. Weiterhin auch die Statistik über die Podiumsplatzierung beweist, dass wir in die richtige Richtung gehen. Schuhe ist das eine, das andere Feld ist Ski. Wir haben in Liberec was ganz Neues erlebt, oder nicht ganz neu, aber wir haben es schon lange nicht mehr erlebt, dass auf einmal sehr viel getuschelt worden ist. Um Gottes Willen, was ist denn das für ein Ski? Wir haben einen neuen Ski gebracht und der Ski war sehr auffällig neu. Und zwar war das der Nordic Loch Ski. Wir haben hier auch einen vor Ort. Ein Loch in der Spitze, wie kam diese Entwicklung? Wir sind natürlich immer bemüht, unser Material weiterzuentwickeln und Neuigkeiten zu bringen. Gewichtsreduktion spielt dabei eine zentrale Rolle. Wir haben bereits früher probiert, das Gewicht von der Skispitze und vom Skiende zu reduzieren, indem wir Carbonmaterialien verwenden. Aber die effektivste Form ist natürlich, wenn man etwas wegkleppt. Und wir sprechen bei diesem Loch jetzt über eine Gewichtsreduktion von 5 Gramm. Das hört sich jetzt nicht viel an. Nur jedes Gramm, das sehr weit vom Körper weg ist, das ist absolut spürbar in der Performance von dem Ski. Jetzt redet jeder über ein Loch. Ich bin schon mal darauf angesprochen worden, was denn das für eine Form hat. Man könnte ja auch ein rundes Loch machen. Wie kommt diese Form von dem Loch? Das Loch hat zwei Gründe. Die geometrische Form ist, hat einen technischen Hintergrund. Wir haben diese verlaufende Form wählen müssen aufgrund der Kraftverteilung. Wir haben ganz einfach die Kraft aus diesen zwei Schwingen in den Ski leiten müssen. Wäre das Loch jetzt praktisch so abgehackt, würde uns das ganze brechen, es wäre nicht stabil. Und der zweite Grund war natürlich, wenn wir ein Loch machen, dann wird man es so groß als möglich machen, um so viel Gewicht als möglich zu reduzieren. Jetzt ist ja dieser Ski an sich schon sehr auffällig mit dem Loch. Wie war denn das mit den Tests? Konnte man da einfach rausgehen und testen oder wie wurde das gemacht? Wurde das abgeklebt? Ja, normalerweise gehen wir so vor, dass wir Sachen intern testen. Wenn wir glauben, dass es etwas gut funktioniert, dann machen wir eine kleine Serie, geben es an Rennläufer, von denen wir wissen, dass wir gutes Feedback zurückbekommen. Und danach entscheiden wir uns, machen wir eine große Serie oder nicht. Beim Loch-Ski war die ganze Geschichte etwas anders. Wir wollten die Sache natürlich so lange als möglich geheim halten. Und dieses Loch ist so sichtbar, das heißt, Tests mit Athleten waren nicht möglich. Das nächste war die Entscheidung, wir haben fallen müssen letztes Jahr im September und Oktober. Zu dieser Zeit kann man entweder in der Falle oder am Boden beim Gletscher testen. Aber zu dieser Zeit sind sowohl Gletscher als auch die Halle sehr frequentiert. Wir sind dann hergegangen, sind zur Mittagszeit am Gletscher gefahren, auf die letzte Schleife gegangen und da haben wir unsere Tests durchgeführt. Aber das Ergebnis, also bei diesen Tests, war derart überzeugend, dass wir uns eigentlich sehr, sehr schnell sicher waren, dass wir mit diesem Loch-Ski auf dem richtigen Weg sind, dass wir wieder eine nächste Stufe erklimmen können und es geht in die richtige Richtung weiterentwickeln. Wir sehen hier nur kurz nochmal zusammengefasst, was auch für uns ganz schön war oder ein gutes Gefühl war. Die Athleten haben die Ski kurz vor Pyeongchang bzw. kurz vor Liberec bekommen und die haben sie nicht nur benutzt, sondern sie haben auch gleich Medaillen damit gemacht. Das heißt, der Ski funktioniert. Dann war in Liberec noch ein zweiter Ski das Thema, nämlich kam auf einmal der RCS Zero zum Vorschein. Es wurde auch da viel getuschelt. Der Ski war vorher schon bekannt den Experten, aber der eine oder andere fragte doch, was ist das für ein Ski, wie funktioniert er? Kannst du uns das kurz erklären, bitte? Die perfekten Bedingungen für den Zero-Ski sind eben plus minus 1 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit und Neuschnee. In diesen Bedingungen arbeitet der Ski wesentlich besser wie jeglicher Wachsski. Es ist ganz einfach so, bei diesen Bedingungen hast du mit dem normalen Hartwachs keinen Grip mehr, zu wenig, und der Grip ist noch zu aggressiv. Der Zero-Ski sieht es da,
ist ein normales Propolyethylen-Inlay und es wird bearbeitet mit Schleifpapier. Durch das Behandeln mit Schleifpapier bekommt man kleine Härchen und die Härchen sind für den Grip verantwortlich. Wenn wir jetzt nochmal auf Liberec zurückkommen, wieso war das da gerade in Liberec so, dass der so gefragt war? Zwei Gründe dafür gegeben. Meinerseits natürlich das Wetter. Es war genau, ich konnte die ersten 7 Tage jeden Tag Schneefall, es war hohe Luftfeuchtigkeit und wir waren uns um 0 Grad bewegt. Aber ein wesentlicher Grund war auch, der Siroshi hat in der Vergangenheit von den Athleten und von den Trainern zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich kann mich erinnern, wie die Tour de Ski das erste Mal auch da durchgeführt wurde, hat es in Val di Fiemme, das war am vorletzten Tag, einen 20 Kilometer Massenstartbewerb gegeben. Da haben wir genau diese Bedingungen gehabt. Und da haben sie sehr viele Athleten das gesamte Tourresultat an diesem einen Tag vernichtet, weil sie ganz einfach anstelle eines Siroshi in Abschied genommen haben. Nach dieser Tour hat man sehen können, es ist ein Ruck durch das Lager der Athleten und der Betreuer gegangen. Sie haben angefangen, sich mit diesem Ski zu beschäftigen. Das heißt, es ist ein Ski wie ein normaler Wachski. Ich muss diesen Ski im Training austesten. Ich muss damit arbeiten. Und dadurch sind die Athleten draufgekommen, wie gut dieser Ski funktioniert, welches Potenzial er hat. Und sie haben auch das nötige Selbstvertrauen gehabt. Und aus diesem Grund haben die Athleten auch in Liberec die richtige Entscheidung getroffen, weil sie gewusst haben, wie gut der Ski funktionieren kann. Und haben sie genau bei diesen Bedingungen für den Siroshi entschieden. Jetzt haben wir schon relativ viel über die Langlaufski gesprochen. Wir haben aber natürlich auch Sprungski bei uns, sieht man auch hier. Jetzt wird mir öfters angesprochen, ja, Sprungski sieht man nie im Geschäft. Warum macht man denn das überhaupt? Sprungski ist bei uns eine perfekte Werbeplattform für die Marke Fischer und das Image. Und wenn man jetzt die Sprungski anschaut, von was für einer Größenordnung sprechen wir da, beziehungsweise wenn man jetzt die Produktion anschaut, inwiefern hat es Parallelen zum Langlaufski? Wir haben bei der Sprungski produzieren wir pro Jahr ca. 1700 bis 2000 Paar Ski. In Langlaufproduktion stehen wir bei 600.000 Paar Ski. Und wenn wir das vergleichen, jeder Sprungski ist eine Einzelanfertigung. Man könnte es ein bisschen vergleichen, wie geht es einem Schneider und lasse meinen Anzug anmessen. Bevor wir beginnen, den Sprungski zu fertigen, wissen die Leute schon, wer diesen Ski bekommen wird. Das geht los von der Keildicke, das bestimmt also die Steifigkeit des Skis, über den Schwerpunkt, über die Einstellung der Schaufel und der Schiene. Und das macht es für die Produktion extrem schwierig. Beim Langlauf weiß man, ich habe Athleten mit höherem Gewicht, mit geringerem Gewicht, Athleten, die gerne härtere Ski, weichere Ski laufen und ich produziere dann in einer Bandbreite. Und danach kann ich den Ski für den Athleten auswählen. Beim Sprunglauf geht es nicht. Okay. Nächstes Mikro wieder. Gut, gehen wir einen Schritt weiter, Blick nach vorne. Das neue, oder das Highlight im kommenden Winter ist ganz klar Vancouver. Jetzt wird ja da auch schon ein bisschen viel gemunkelt, was uns da wohl erwarten wird, wettertechnisch und sonst. Wie schaut es da aus? Also jeder erwartet für Vancouver sehr, sehr schwierige Zeiten für die Serviceteams und die Techniker. Wir wissen, es gibt dort sehr, sehr viele Tage, wo es schneit, wo eben genau wieder diese Bedingungen um 0 Grad sind. Und wir wissen, dass diese Bedingungen extrem langsam sind vom Gleiten her und extrem schwierig, damit man eben Grip bekommt bei den Skiern. Das heißt, wenn ich da einen perfekten Ski habe, das kann man über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und inwiefern kann man sich da als Firma schon mal darauf vorbereiten, auf die Bedingungen? Gibt es da bestimmte Vorbereitungsmöglichkeiten? Ja, wir wissen, dass es in Amerika ein bisschen eine andere Schneeart hat, also im Vergleich zu uns. Der Schnee ist ein bisschen anders und deshalb testen wir zum Beispiel, es gibt verschiedene Projekte, wir testen seit einem Jahr unsere Schliffe in Vancouver. Wir testen seit einem Jahr Novop-Ski mit verschiedenen Inlays. Es werden noch viele Projekte anstehen, bis wir wirklich dann drüben in Vancouver sind. Aber wir werden uns natürlich bemühen, so gut als möglich vorbereitet dort anzutreten. In dem Fall wünsche ich euch bzw. uns sehr viel Glück. Ich sage dabei Dankeschön zu dir. Wenn jemand Fragen hat, darf er jetzt gerne fragen.